Hallo und herzlich willkommen beim Pretty Nail Shop 24. Mein Name ist Anna. Zarte Pastelltöne schmeicheln einfach jeder Frau. Besonders angesagt in diesem Sommer ist die Trendfarbe Mint. Lass dich von der zarten und romantischen Farbe verführen. Wie einfach dir das gelingt, zeige ich dir jetzt. Auf deinen mit einem Tipp verlängerten Nagel trägst du zuerst das Grundiergel auf und lässt es 2 Minuten im UV-Gerät aushärten. Mit dem Make-up-Covergel Natur erstellst du eine Nagelbettverlängerung. Lass das Gel wieder für 2 Minuten aushärten. Erstelle eine French-Spitze mit dem Farbgel Pastel Mint und lass das Gel erneut im Lichthärtungsgerät trocknen. Streiche eine Schicht Aufbaugel glatt dünn auf den kompletten Nagel. Auf die French-Spitze und den Übergang zum Nagelbett gibst du nun die Illusion Glitter 1 Crystal in das feuchte Gel. Jetzt wird wieder für 2 Minuten ausgehärtet. Deinen Aufbau modellierst du mit dem Fiberglasgel, das ebenfalls für 2 Minuten in das UV-Gerät muss. File deine Modellage in Form, raue den Nagel vorsichtig an und entferne gründlich den Feilstaub. Gib die One-Stroke-Malfarben Weiß und Petrol auf eine Mischpalette. Mit einem One-Stroke-Pinsel nimmst du nun beide Farben gleichzeitig auf und erstellst in der One-Stroke-Technik eine Schleife. Verziere die Schleife mit einigen Punkten und zarten Linien aus der weißen Farbe. Die Farben müssen gut an der Luft trocknen. Trage dann das Versiegelungsgel auf den gesamten Nagel auf. In beide Seiten der Schleife legst du jetzt jeweils einen Stein aus dem Strass-Display tropfenförmig in das feuchte Gel. In die Mitte legst du zusätzlich einen Stein aus dem Herz-Display. Nun wird das Gel ein letztes Mal ausgehärtet und anschließend die Schwitzschicht mit Cleaner entfernt. Ich hoffe, dass ich dich mit dieser romantischen Nailart in der Trendfarbe Mint begeistern konnte. Alle benutzten Materialien, Gele und Hilfsmittel findest du übrigens im Online-Shop. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald, deine Anna. Pretty Nail Shop. Jedes Mal ein Päckchen Glück.